Beim Feuer in einem Chemnitzer Fahrradhandel ist am Donnerstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Der Brand war gegen 8.30 Uhr im Hintergebäude des früheren Diamant-Fahrradwerkes in der Nevogtstraße ausgebrochen und hatte zu starker Rauchentwicklung geführt. Betroffen war offenbar das Lager, wo viele Fahrräder abgestellt waren. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Alle Personen hatten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können. Die Löschtrupps waren mit 9 Fahrzeugen im Einsatz, darunter auch 2 freiwillige Wehren. Durch die Plastikteile sowie Farben und Öl an den gelagerten Fahrrädern war es zu der starken Rauchentwicklung gekommen. Das Feuer selbst war bereits gegen 10.25 Uhr gelöscht. Brandursache und Schadenssumme sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Nevogtstraße war während der Löscharbeiten gesperrt.